Also, herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir verlieren keine Zeit. Ich bin leider etwas zu spät gewesen und komme jetzt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Asche auf mein Haupt. Ich war zu spät dran. Ich muss es ganz ehrlich sagen, aber ja, dafür können wir ja jetzt... Es sind ja nur 3-4 Minuten. Ja, genau. Kommen wir gleich zum DAX im Hintergrund, den es so langsam Richtung Süden treibt. Also nichts mit der 14.000-Punkte-Marke. Was ist passiert? Ja, dabei, du hast es angesprochen, die 14.000-Punkte-Marke ist so ein bisschen ein Trigger. Ja, da zuckt man hier gerade so ein bisschen zusammen, denn heute Morgen, Vormittag, waren wir auf einem richtig guten Weg zu dieser nächsten runden Marke. Da schien die 13.800-Punkte-Marke überhaupt kein Thema mehr zu sein. Im Tageshoch 13.948 Punkte, höchstes Niveau seit mehr als 2 Monaten. Und man scheint einfach die konjunkturellen und geopolitischen Risiken beiseite gewischt zu haben, gesagt habe, ja, und trotzdem geht es weiter nach oben. Seitdem geht es aber Stück für Stück nach unten und langsam aber sicher sind wir dann doch wieder bei unserer allbekannten runden Hürde, die 13.800-Marke, 13.845 jetzt gerade der Stand, ein Plus also nur noch von 0,2%. Es ist so ein bisschen, ich komme richtig ins Stottern. Schwache Konjunkturdaten, auf der einen Seite natürlich alles andere als positiv. Gerade deutet man es aber so, dass wenn das mit der Konjunktur nicht ganz so läuft, dass dann die US-Notenbank die Zinsen vielleicht nicht ganz so stark anhebt. Das ist zumindest heute Morgen erst einmal so gespielt worden. Das ist aber all das, was eben in den USA läuft. Wir haben ja auch andere Probleme und auch hier in Deutschland, in Europa. Und das ist dann doch auch hier und da immer wieder ein bremsender Faktor. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist nach wie vor auch noch Sommer und somit auch nicht alle Marktteilnehmer hier aktiv. Das heißt, das Volumen eben auch nicht ganz so groß. Zumindest ein Erklärungsversuch. Wir werfen einen Blick auf die Einzelwerte, defensive Werte vorne, FMC und Fresenius, RWE vorne, Conti und auch Airbus. Airbus hatte gestern ja eine große Bestellung von Malaysia Airlines, über 20 Flugzeuge. Auf der Verliererseite, da sehen wir Symrise, Adidas, Siemens, Puma und eben auch Zalando, wobei man dazu sagen muss, die Aktie im ersten Halbjahr ja wirklich schwach. In den letzten 4 Wochen hat sie aber über 20% am Boden gut gemacht. Also auch da versucht man vermutlich gerade einen schönen Mittelweg zu finden. Ich gebe jetzt an dich ab irgendwie. Ja, aber ganz ehrlich, niemand stottert so sympathisch wie du. Und jetzt nehmen wir uns alle erstmal eine Auszeit am Nachmittag. Was willst du von mir? Warum bist du so nett? Ich habe keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal, ja? Ist mir gegeben. Das kann man noch nicht erlernen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag nach Frankfurt und wir schauen jetzt mal, was denn da passiert. Und ich finde, man darf durchaus ein wenig freundlicher sein, wenn das Umfeld gerade ein bisschen ruppiger ist. Ja, und jetzt sehen wir, ja, damit müssen wir uns nicht abgeben, denn wir haben tatsächlich wirklich interessante Nachrichten. Also, das kann relativ schnell drehen. Und jetzt schauen wir uns mal, nein, ich war zu schnell, aber ich gehe jetzt eins zurück. So, Walmart, die haben Quartalszahlen vorgelegt. Was soll man sagen? Die waren ziemlich gut. Ja. Das Unternehmen, wenn man es subsumieren sollte, freut sich das Unternehmen über jede Menge neuer Kunden, die in die Läden kommen. Also tatsächlich das, was wir ja schon vermutet hatten, nämlich dass diese großen Konzerne, die über Preismacht verfügen und über ein breites Sortiment und natürlich dann auch wirklich eine Rabattschlacht anzetteln können, dass diese Unternehmen in einer Krisensituation mehr Leute in die Läden reinbekommen, einfach weil sie günstiger anbieten können, das scheint sich jetzt hier auch tatsächlich in den Zahlen zu zeigen. Wir haben einen Gewinn je Aktie von 1,77 im letzten Quartal. Das sind 17 Cent mehr, als erwartet worden war. Interessanterweise ist auch der Umsatz ordentlich gestiegen. Das spricht auch dafür. Okay, es ist auf der einen Seite natürlich über Preissteigerungen gelaufen, aber der Konzern hat ja selbst gesagt, wir versuchen natürlich das Preisniveau zu halten, wo wir können, um eben noch mehr Kunden in die Läden reinzubekommen. Und man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, es war ein Plus von über 8% bei den Erlösen. 152 Milliarden Dollar sind durch die Kassen des Konzerns gelaufen.
Und sehr interessant, auf vergleichbarer Fläche das Wachstum in den USA 6,5%. Also es wurde eben nicht mehr nur hier durch höhere Preise umgesetzt, sondern es wurde durch mehr Kunden und dann entsprechend auch mehr Warenumsatz letztendlich generiert. Jetzt interessant ebenfalls noch, Mensch, wie sieht es denn in den kommenden Monaten aus? Und da muss man sagen, für das nächste Quartal sind sie absolut zuversichtlich, dass sie ihre Lagerprobleme, es gab ja Probleme in der Lagerhaltung, sie hatten auf... Die Inflation kam überraschend und sie kam überraschend stark. Und sie hatten von ihrer Lagerhaltung her natürlich immer noch sehr viele auch höherpreisige Güter im Sortiment. Die haben sie immer noch im Sortiment, aber sie haben es zugunsten dieser niedrigpreisigen Angebote, gerade im Lebensmittelbereich, haben sie das jetzt so ein bisschen verschoben. Das heißt, sie haben einen anderen Mix, der natürlich auf die Margen drückt. Das war im zweiten Quartal durchaus der Fall. Die Margen bleiben weiterhin unter Druck, aber sie kriegen es einfach besser in den Griff. Und am Ende wird es so passieren, wie wir das schon vermutet hatten, dass sie aus der Krise, die ja noch nicht überwunden ist, dass sie da ordentlich rausfinden. Und die Aktie vorbörslich etwa 3%, 4% war sie vorne. Sie haben auch noch das Ganze garniert mit einer Anhebung des Ausblicks für das Fiskaljahr 2023. Das heißt, wir springen jetzt hier erstmal über diese horizontale Widerstandszone. Und dann, wenn es einigermaßen gut läuft, tatsächlich auch noch in dieses Gap, das ja dann tatsächlich ausgelöst wurde durch die Sorgen, die man für den Einzelhandel hatte. Insgesamt steigende Inflation, Einzelhandel, das hat letztendlich hier dann für diese massiven Störungen bei der Kursentwicklung gesorgt, hat für den Absturz gesorgt. Da gab es ja dann damals auch von Einzelhändlern in den USA entsprechende Nachrichten und dann wurde es einmal durchgereicht. Aber prinzipiell, denke ich, läuft die Sache so, wie es zu erwarten gewesen wäre. Und Sie haben, das ist das Wichtigste, Sie haben Ihre Lagerhaltung in den Griff gekriegt. Auch das nicht so allzu überraschend. Und jetzt haben wir da einen Grund, wir haben zumindest mal eine Basis, auf der wir aufbauen können, weil es eben so läuft, wie es gerade läuft. Gillette Sciences oder Gilead, Gilead, Gillette? Ich glaube, es heißt Gilead Sciences. Die haben überraschend positive Daten für eine Brustkrebstherapie gemeldet. Deshalb die Aktie ordentlich nach oben gelaufen. Mein Kollege Timo Nützel, dem habe ich den Chart gezeigt. Sage ich, Mensch, was hältst du davon? Wir haben jetzt hier ein schönes Break. Ja, wir sind rausgelaufen. Wir haben diese Punkte genommen, laufen jetzt auch hier noch ins Gap rein. Sagt er, ja, das ist alles richtig. Aber die Aktie ist herzlich überkauft. Das heißt, also man kann durchaus damit rechnen, dass es hier vielleicht zu einer Erschöpfung kommt und wir dann erstmal einen Rücksetzer sehen. Aber mit diesen neuen Daten vor der Brust könnte es natürlich mittelfristig weiter nach oben gehen oder sollte es sogar mittelfristig weiter nach oben gehen. Und dann könnten Sie so eine Schwäche und tatsächlich vielleicht den Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie nutzen, um hier mal eine Position einzugehen und long zu spekulieren. Das Ganze kann man relativ eng abfassen, dass man sagt, okay, 10% sollten wir wieder drunter fallen, geht man aus der Position raus und dann haben Sie eine ganz gute Chance, Risikoverhältnis momentan auch im Biotech-Sektor. Die Group sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, die betreiben Gefängnisse. Ich bin froh, dass es sowas in Deutschland nicht gibt, glaube ich jedenfalls nicht. Ne? Das ist Sache der öffentlichen Hand, sowas zu regeln oder der Behörden, so etwas zu regeln. Aber in Amerika gibt es halt eben private Betreiberfirmen, die dafür zuständig sind. Und Sie sehen vielleicht diesen doch sehr deutlichen Kursrückgang. Hatte damit zu tun, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Joe Biden damals kundgetan, er würde das am liebsten das System abschaffen und keine neuen Gefängnisse mit privaten Betreibern, weil er das halt eben nicht so gern in privater Hand sieht. Die Aktie ist dann kaum aus dem Quark gekommen und jetzt fragt man sich natürlich trotzdem, Moment, wo kommt denn jetzt der Anstieg her? Relativ einfache Lösung. Michael Burry, der The Big Short, das wird ihm vermutlich was sagen, ja, also einer der Investoren, die wirklich extrem renommiert sind an der Wall Street, weil er damals die richtige Idee hatte und der sich seither auch mehrfach qualifiziert zum Markt geäußert hat, der hat praktisch alle Long-Positionen aufgelöst, die er noch hatte mit seinem Fonds, bis auf eine. Und das ist dieser private Gefängnisbetreiber. Und er hat auch die Erklärung dafür gleich mitgeliefert. Offensichtlich ist es so, dass die Amerikaner so knapp über 80.000 neue Steuerfahnder einstellen. Und er ist da zuversichtlich, dass es demnächst neue Arbeit geben wird. Ich habe mir die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens vorhin mal angeschaut. Das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt. Also Sie sehen kaum Wachstum, aber das hat auch mit der Administration zu tun. Aber wenn jetzt natürlich tatsächlich neue, also die Gefängnisse demnächst besser gefüllt sein sollten, ja, dann könnte durchaus hier seine Wette aufgehen. Ich finde es auf jeden Fall eine nette Randnotiz, ob man das jetzt handeln muss.
vielleicht jetzt für kurzfristig orientierte Trader, dass sie sagen, naja, da kommt jetzt gerade Volumen rein, probiere ich mal mein Glück. Aber ansonsten ist das, wie gesagt, einfach nur eine nette Randnotiz. Anders bei Disney, die habe ich jetzt gar nicht dabei wegen den Zahlen, die waren ja fulminant, wir haben auch mehrfach drüber gesprochen, sondern die habe ich dabei, weil Daniel Loeb eingestiegen ist mit seinem Hedgefonds. Was will denn der Gute von Disney? Läuft doch. Ja, er will, dass es noch besser läuft und er will, dass die Anleger davon auch noch ein bisschen mehr haben. Er will nämlich, dass Disney den Rest von Hulu kauft, den der Konzern eben noch nicht hat, von Comcast, und dann am besten ESPN, also das Sportnetzwerk, ausgliedert und hier den Anlegern dann letztendlich einen Geldsegen damit beschert. Und das Ganze sorgt dafür, dass die Aktie vorbörslich schon wieder vorhin 2% im Plus war. Legen wir also nochmal eine Schippe drauf, dann wären wir in etwa so bei, naja, 126, 127 Dollar und nähern uns dieser 200-Tage-Linie, die jetzt wirklich richtig wichtig wird. Aus meiner Sicht, die Aktie sollte locker drüber springen, weil wir ja vom Niveau her immer noch irgendwo darum krebsen, als sie Disney Plus letztendlich ins Leben gerufen haben. Aber das wird sicherlich dann der Markt entscheiden. Und es wäre natürlich auch durchaus denkbar, dass diese Kurslücke, die wir aufgerissen haben, erst nochmal getestet wird. Es kommt jetzt ganz relativ viel zusammen, aber positiver Nachrichtenfluss ist auf jeden Fall da. Und wenn Sie bisher noch nicht dabei sind bei Disney und sagen, Mensch, habe ich verpasst. Würde ich aber gerne machen. Ja, dann warten Sie, dann spekulieren Sie einfach mal auf so eine etwas schwächere Bewegung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dafür gibt es eine einfache Regel, so Drittelregel. Wenn Sie sagen beispielsweise, Mensch, Disney langfristig 5.000 Euro möchte ich investieren. Ja, wo gehe ich rein? Ein Drittel sofort, ein Drittel, wenn es dann, wenn Sie in den kommenden Wochen, Monaten sehen, aha, es läuft in meine Richtung, können Sie aufbauen. Oder beim Rücksetzer könnten Sie ebenfalls dann einsteigen. Denn den perfekten Einstieg, da machen wir uns noch nichts vor, den werden Sie vermutlich eh nicht finden. BHP Billiton, das ist der weltweit größte Minenkonzern. Und der hat, also Minenbetreiber, und der hat fulminante Quartalszahlen gemeldet, nämlich den höchsten Gewinn seit 11 Jahren. Weshalb? Weil die Kohlepreise steigen und weil die anderen Rohstoffpreise auch stark gestiegen sind. Deshalb geht es hier kräftig nach oben. Sicherlich eine der Aktien, die momentan auch gefragt sind und heute im Handel auch gefragt sein könnten. Sieger Technologies, die habe ich einfach deshalb mit dabei, weil sie vorbörslich noch ein wenig oben drauflegen. Irgendwo wird es sicherlich zu einer Ermüdung kommen. Aber erst einmal zeigt der Weg weiter nach oben. 26 Millionen, die haben sie erstmal einkassiert. Und jetzt wartet man darauf, wie es denn mit den Affenpocken weitergehen könnte. Bei PepsiCo, das ist ganz interessant. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit dabei. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist jetzt ein Jahr gesehen und Sie sehen es, da hat PepsiCo so ein bisschen die Nase vorne. Interessanterweise auch auf Sicht von 5 Jahren hat Pepsi gegenüber Coke da ein wenig den Vorzug. Wir sehen da jeweils so Zugewinne knapp über 10%, aber wie gesagt, dann ein Dreiviertelprozent eben besser bei Pepsi. Interessant ist, wenn Sie sich das Ganze über den 5-Jahres-Zeitraum anschauen und denken, naja gut, wegen dem halben Prozent Performance ist mir doch egal oder ein Dreiviertelprozent. Wenn Sie sich das dann aber anschauen, insgesamt, also der Gesamtertrag, den die Unternehmen geliefert haben, da zählt ja dann die Dividende mit dazu, da ist der Abstand dann schon etwas deutlicher. Das sind 10 Prozentpunkte zugunsten von Pepsi. Also wenn Sie jetzt gerade gar nicht sicher sind, Mensch, Coke, Pepsi, was soll ich machen, dann könnte Pepsi jetzt die bessere Wahl sein. Wobei Sie sehen, die laufen mehr oder weniger, also selbst wenn Sie Coke haben, Sie müssen da jetzt nichts unternehmen. Sie sehen ja, die Aktien laufen momentan beide nach oben. Waste Management, ja, auch die läuft nach oben. Und die habe ich jetzt mal seit 5 Jahren mit dabei, damit Sie sich da einen Blick mal verschaffen können. Also Müll bleibt weiterhin eines der bestimmenden Themen. Wir werden uns zumüllen. Ja, und sämtliche Bestrebungen, da irgendwie an Verpackung irgendwo zu sparen, das ist ja alles lächerlich, wenn ich überlege, dass überall die Läden neu aus dem Boden schießen. Und wenn ich unsere kleine, überschaubare Stadt uns anschaue und sehe, wie viel Discounter wir haben, wie viel Lebensmittel eben wir haben, ich habe dann immer in etwa so eine grobe Vorstellung, was da am Ende der Woche tatsächlich weggeschmissen werden muss. Und ja, dann brauchen Sie auch Unternehmen, die sich um den Mist kümmern. Wir hatten den Einbruch, das wäre eine tolle Chance gewesen im März, weshalb die Aktie eingebrochen ist, erschließt sich mir überhaupt nicht, weil natürlich Pandemie, klar, aber was hat ein Müllunternehmen damit zu tun, also was hat ein Entsorger damit zu tun? Und letztendlich seitdem ist der Kurs ja auch deutlich gestiegen. Übrigens gab es da auch noch eine schöne Dividende in der Zwischenzeit, also von daher, und jetzt hier läuft es weiter nach oben.
nicht mehr ganz günstig. Das war sie aber auch schon vor einem halben Jahr nicht mehr. Ich wollte sie nur noch mal mitgebracht haben, weil wir da jetzt tatsächlich ein weiteres Kaufsignal gesehen haben. Also es sieht gar nicht schlecht aus. Home Depot, die haben übrigens auch besser als erwartete Zahlen gemeldet. Wir haben also durchaus so eine Basis, von der aus wir heute im Tagesverlauf uns nach oben arbeiten können. Ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen die Sorge, dass es den Unternehmen allzu schlecht geht. Und dann hoffen wir natürlich, dass sich die Anleger jetzt so ein bisschen dann wieder in Stimmung bringen und dann vielleicht das machen, was sie bei Walmart auch machen, nämlich häufiger kaufen. Ob es geklappt hat, darüber sprechen wir morgen früh in den Märkten am Morgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.